Hallo und herzlich willkommen zurück zum Fußballmanager 22 mit dem TSV Havelse. Wir spielen gegen Mannheim, gegen die unsere Geschichte eher durchwachsen war mit unserem ehemaligen Ersatztorhüter, weil wir bisher es noch nicht geschafft haben, einen besseren ranzukriegen. Wir haben jetzt Angebote an zwei geschickt, aber mal sehen, ob das noch was wird. Ja, dafür haben wir kein Scouting-Budget diese Saison mehr, aber das ist ja eine andere Geschichte. So, Mannheim, wir haben das Eröffnungsspiel, wie es scheint. Ist ja mal was. Plan kommt für Gubinelli rein, ja. Merkt man schon, wenn Gubinelli gerade noch in der Startelf war, ne? Ja, Freistöße und alles, das haben wir alles noch nicht gemacht. Machen wir das mal schnell, ne? Haben wir jetzt ganz viele neue Spieler. Können wir gleich da links mal gucken, wer alles neu ist und wer nicht. Voll hier. Das muss man hier einzeln machen. Wenn ich einmal sagen kann, ich möchte bitte alles automatisch. Das wäre aber auch zu schön. Kommt mir die Galle beim Herrn Galle. Scheint aber ganz gut zu sein. Und dann brauchen wir natürlich nur 11 Meter. Wir ziehen einfach mal hier nach 11 Meter Fähigkeiten. Denke ich die wichtigste. Es sei denn, die anderen, die können gar nichts. Die können gar nichts in irgendeiner Sache. Dann sollte man selbst mit einer guten 11 Meter nicht nehmen. Das hier zum Beispiel. Sollte man doch eher vermeiden. So. Aber in der Startelf ganz viele bekannte Gesichter, aber neu zum Beispiel ist Thilo Töpken. Thilo Töpken. Den habe ich an die alle gar nicht mehr. Den haben wir von Hannover geholt. Von Hannover geholt. Leier anscheinend. Denn der ist immer noch bei Hannover verpflichtet. Ne, der ist bei uns unter Vertrag. Ist kaputt. Das ist einfach kaputt da unten. Okay. So. Die Galle ist neu. Da haben wir aus Wuppertal geholt. Julio Rodriguez haben wir aus, ne? Aus Polen geholt. Ich spreche das jetzt nicht aus. Ja. Er spielt noch neu. Savané kommt von Frankfurt FSV. Die Klan ist neu von Münster. Der ist in der Realität ein einflussreicher Spieler bei Münster, das weiß ich doch. So, Arne Wehe. Der Bank ist Ersatztorhüter. Der nichts kann, aber Ersatztorhüter. Ja, Michael Schulze. Der ist geliehen von Jahren. Scheint. Da haben uns natürlich noch einige andere neue hier. Pitlick ist neu zum Beispiel. Wörndl, glaube ich auch. Nee, der ist aus der zweiten hochgekommen. Da war was. Quasi neu. So, Linus Meier, der spielt jetzt auch noch. So, wir spielen das erstmal mit Gegenpressing. Da ist kontrolliert. Und das gegen jemanden wie Waldhof Mannheim. Das wird schon, ne? Das wird schon. Jeschke fehlt an Spielpraxis. Wie kann das passieren? Wie könnt ihr so jemanden nicht trainieren, wenn er offensichtlich in der Startelf stehen wird? Mann, Mann, Mann. So, Meier heute Kapitän. Auf der Gegenseite Egard. So, ich habe Vertrauen in uns, euch alle. Habe ich tatsächlich. Man mag es gar nicht glauben, aber ich habe Vertrauen. Denn wir wollen den Aufstieg schaffen. Und Waldhof ist natürlich einer der Aufstiegskandidaten. Auch. Ihm wäre es ganz wichtig, wenn wir hier jetzt schon mal zeigen, wo der Hammer hängt. Aber sagen wir mal, Kopf drüber. Kopf drüber. So. Egard von den Mannheimern direkt mit einer gelben Karte. Das ist früh. Das kann noch gelb-rot geben, ne? Man muss es ja irgendwie drauf anlegen. Wisst ihr, ich muss schon über die gelbe Karte kommentieren, weil das Spiel so langweilig bisher ist. Bartels. Gulke. Rossipal. Guaida. Rossipal, Gulke, Wagner. Oh Gott, die Mannheimer. So. Nein, aber Savané, Galle. Stierl. Der kann ja doch was. Oh Gott. Tut mir so leid, wie ich immer bei Stierl hetze. In der letzten Saison habe ich die ganze Zeit über Quint gehetzt, jetzt werde ich die ganze Zeit über Stierl hetzen. Vorausgesetzt, wir kriegen keinen neuen Torhüter natürlich. Wenn der sich verletzt, was machen wir dann? Wir müssen mal mit
Jugendspielern spielen, so ungefähr. Haben ja nichts anderes. Arne Wehe wird vielleicht mal unser Stammtorhüter diese Saison, wenn es ganz schlecht läuft. Damit hätte auch niemand gerechnet. Aber gut, wir fördern halt die Jugend sehr früh. Und vor allem die schlechten Spieler. Oh, Stier kann Bälle halten. Mann, Mann, Mann. Das ist ja schon mal ganz gut. So. Aber nee. Ist ja sehr ausgeglichen, das Spiel, habe ich das Gefühl. So von den Highlights her zumindest. Statistiken habe ich mir jetzt noch gar nicht genommen angeguckt. Naja, Jeschke. Aber nee. Ja, schon gut dabei. Wohl sein erstes Spiel für uns, ne? Meier, Fröse, Klann. Dücker. Lakenmacher. So, Lakenmacher. Du darfst mich nicht enttäuschen, ne? Du bist ein guter Spieler. Du gehst auch nicht. Schade. So, wir haben den Ballbesitz auf unserer Seite, die Expected Goals. Füße haben wir auf unserer Seite. Ecken, die Fouls leider auch, aber wir sind schon dominierend. Deswegen Gegenpressing. Super Taktik. Auch gegen Waldhof Mannheim. Fragezeichen, werden wir am Ende sehen. Mit dem Unentschieden wäre ich schon zufrieden, denke ich, aber ich möchte eigentlich den Sieg. Ich möchte aufsteigen. Ich möchte aufsteigen. Ja? Tut mir leid, aber ich möchte aufsteigen. Und wenn das nur durch solche Mittel möglich ist, dann sei es so. Ein bisschen weg. Oh, Meier hat ja ganz schlechte Note hier. Ja. Was habe ich denn mit Dücker hier auf der Position? Kann ich den noch rausholen? Sitzt da. Gottes Willen. Ja, jetzt musst du Dücker da spielen. Ja. Ist jetzt ein bisschen ungünstig. Aber Jeschke wird jetzt durch Töpkun ersetzt. Damit wir im Sturm noch schwächer werden. Super Idee. Finde ich auch. So. So. Jetzt gehen wir auf Offensiv. Die letzten 10 Minuten. Doch mal was wagen, ne? Aber das scheint bei einem 0-0 zu bleiben oder das erste Spiel. Niemand wie Mannheim. Nicht akzeptabel. Damit kriegt man den Aufstieg noch hin, ne? Kann ja nicht die ganze Saison über gewinnen. Ein besiegbares Achievement. Den schlicht Spiele in Folge ungeschlagen bleiben. Sehr schön. Ja, damit kommen wir kurzfristig mal auf Platz 2. Welt so. Ich wollte ja mal mit Lakenmacher reden, weil es dem ja eigentlich immer nicht so, ne? Ja, der mag mich nicht. Mal schön das zweite drücken. Erste Konferenz, die nerven langsam schon. So, als nächstes geht's gegen Essen. Das ist ein Pflichtsieg. Ich bin auf Revanche aus. Ah ja. Ah ja. Während Samstag, Sonntag. Irgendjemand wird jetzt auf jeden Fall die Tabelle sehr sicher übernehmen. Aber wir kriegen Jungdahl. Weiß nicht, sollen wir den jetzt nehmen oder sollen wir jetzt warten noch auf den anderen? Wir nehmen den. Ganz ehrlich, ich möchte das Risiko nicht eingehen. Wir holen uns Jungdahl! Dann haben wir kein Geld. Ist dann halt so. Oh. Ja. Kaderregistrierung, sehr schön. Ökonomar kriegt er auch. Die 1 kriegt er sogar. Hier gibt die 1 ab. Mann, Mann, Mann. Da war nicht zufrieden. Ja. Aber versprochen, die Mannschaft. Och, 2,5 Sterne. Lecco mio, du. Musst du halt trainieren. Das sagen. Weiß ich nicht.
Wandermotten kriegen wir auch noch. Wir das Geld haben, wenn der Vorstand sich jetzt nicht dagegen stellt. Sehr schön. So, jetzt haben wir zwei anständige Torhüter. 35 von mir aus. Zwei anständige Torhüter ist ja schmal. So. Was kann Van der Motten? Genauso schlecht. Schön, schön, dass ich mir zwei grauenvolle Torhüter eigentlich rangeholt habe, aber sind ja relativ erschwinglich. Boah, so Gehaltsbudget wie immer, naja. Das reicht dann jetzt auch mal. Wir müssen, glaube ich, dann zur Halbzeitpause. Also mit Halbzeitpause meine ich, in der Saison dann hier jemanden abgeben. So. Beide Spiele gegen Essen, das kriegen wir jetzt auch in die Folge rein, denke ich. So. Nur die Leonie ist da. Ja. Ja. Ist der zu jung oder wie? Ja. Das sind jetzt beides provisorische Torhüter, ne? Das waren jetzt Notfallkäufe. Damit wir überhaupt irgendwas haben, was besser als Stierl ist und überhaupt einen Ersatz haben. Da haben wir zwei von mir aus, aber... Naja. Auslosung, sehr schön. So. Sind ja in zwei Pokalen dabei, ne? Moment. Terminplan, schau, sehe ich schon bei der ersten Runde. Niedersachsen-Pokal ist auch das. Auslosung, die dauert auch noch, glaube ich. Vorrunde. Viertelfinal wird am 16.09. ausgelost. So. VfR Neumünster. Moment, was ist die niedrigste Liga? Haben wir irgendwas, was niedriger als Oberliga ist? Ein paar Oberliga hier. MV. Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern haben wir hier. Anker Wismar. Die haben anscheinend hier einen Mecklenburg-Vorpommern-Pokal gewonnen. Anker Wismar. Auch überraschend. Das ist also anscheinend das niedrigste. Sechste Liga. Ja, sechste Liga, wie es scheint. Interessant. Münster, Leipzig, Dassendorf, Heidenheim, Babelsberg, Pauli, Oberhausen, Düsseldorf, Ingolstadt, Köln, Nürnberg, Regensburg. Oh, das ist interessant. Balinger, Bremen, Dresden, Hoffenheim, Balingen, das andere Balingen natürlich gegen Karlsruhe. Mannheim, Mönchengladbach, Schermbeck, Leverkusen, Kaiserslautern, Hamburg, Halle, Hannover, Meuselwitz, Stuttgart, Lotte, Frankfurt, Bayreuth, Sandhausen. Bayern wurde noch nicht gezogen, ne? Wir können also noch den schwarzen Peter haben. Ich habe ja durchaus vor, schon eigentlich eine Runde, die erste Runde zu schaffen, wenigstens. Viktoria gegen Kiel, Altglienicke gegen Wolfsburg, Gießen gegen Rostock, Anker Wismar gegen Hertha. Das wird interessant. Oberneuland gegen Schalke, Unterhaching gegen Bayern. Da haben wir es doch. Ja, so nah beieinander liegende Vereine. Ickesdorf, Bielefeld, Aue Berlin, Havelse gegen Bochum. Oh, das ist machbar. Das ist machbar. Bochum kriegen wir hin. Also ich bin ja großer Fan von Bochum, aber Pirmasens, Dortmund, Braunschweig, Augsburg, Saarbrücken, Freiburg, München, Mainz, Zwickau, Paderborn, Osnabrück, Fürth und Koblenz gegen Darmstadt. Durchaus sehr interessante Duelle dabei, finde ich. Oh, Köln gegen Holstein Kiel könnte doch spannend werden. Und wir gegen Bochum, das kriegen wir beide hin. Bochum war zweimal Vizetitel. War zweimal Vizetitel. Vize-Pokalsieger. Ja. Ein Stern mehr als wir. Ja. Wenn das jetzt so weitergeht, müsste als nächstes Position 1 kommen, bitte. Bin ich schon dafür. Bin schon für Position 1 diese Saison. Wieso? Ja, Hansa will Paris ausleihen. Ach. Julius Paris. Toller Name. Hey, das ist unser U19, der ist gar nicht scheiße. Den hätten wir als Torwart nehmen sollen. Den! Ach, Männchen.
Ach, Männchen doch, du. Ausleihen könnt ihr den gerne, du. Aber auch nur ausleihen. Nein. Den kriegt er nicht. Nicht für das Geld. Und auch abbrechen. Das ist nicht mehr abgelehnt, weil es der Vorstand gemacht hat. Mann, Mann, Mann. Geh jetzt nicht mehr weg. Gut. Ja. Das bitte. Aussieht, müssen wir Essen doch in eine andere Folge verfrachten, so viel Zeugs, wie wir jetzt hatten. Die Folge zu lang. Mit der Auslosung und allem. Nee, das müssen wir in einer neuen Folge machen. Danke, dass ihr Günter Schmidt immer wieder unter die Nase reibt. Danke. Danke. Oh! Ja, Rot-Weiß Essen darf man nicht unterschätzen. Traditionsverein. Guter Traditionsverein. Neben Schwarz-Weiß Essen ganz groß in Essen. Der größere Essener Verein. Dafür hat Schwarz-Weiß Essen auch schon mal den Pokal gewonnen. Ne, Rot-Weiß Essen weiß ich nicht. Die haben auch schon mal einen DFB. Sehr schön. Schwarz-Weiß Essen auch schon mal. Ganz besonders. Da werden die ja die ganze Zeit drauf stolz sein, wahrscheinlich. Wahrscheinlich seit der Wiedervereinigung der einzige Verein, der danach komplett in der Bedeutungslosigkeit verloren ist. Der ihn schon mal gewonnen hat. Komplett in der Bedeutungslosigkeit. War ja auch toll, als Hertha BSC 2 hier mal Zweiter wurde. Schwarz-Weiß ist wirklich der, der am weitesten unten ist von den Oberliga, ja. Einen Profi. Nicht nach Profi aus. Von seinen Werten her. Sein Sternchen her. So. Machen hier gut Training anscheinend vor dem Spiel. Muss ja der neue Torwart eingespielt werden. Könnte auch nach hinten losgehen. Jetzt jemanden neuen reinzuholen. Schlef und Rufidis soll ich loswerden. Uff. Ja, aber machen wir, wenn der Rechtsverteidiger ausfällt, bitte. Da könnten wir Savané da einsetzen und dann hier Fölster. Also, wenn dann Savané noch ausfällt, also nee, den können wir nicht loswerden. Und wir haben noch Schulze sonst. Wir haben Schulze. Schläft, kann man eigentlich loswerden. Profiti sitzt auf der Bank allein deswegen schon. Gut, dann kommt Schläf auf die Liste. Bernkopf Schnürch, den können wir gerne ausleihen, ja. So. War gut. Müssen wir aber leider runtersetzen, jetzt wo wir mehr Spieler wieder haben. Sehr schön. Ach Mann. Ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Diese Scheißleihe bei Paris nicht haben, ich will den selbst haben. Vertrag wenigstens verlängern. Schade. Hab ich gerade erst. Anscheinend. Oder das ist der Leihvertrag, der das verhindert, wer weiß. So. Gut. Jungdahl soll spielen. Was hast du für eine Nationalität? Dänisch. Ein sehr junger Torwart. 3 Sterne hat er jetzt sogar schon. Ah ne, der hat ja die ganze Zeit 3, aber auf der Position, auf der wir ihn einsetzen wollen, nicht. War gleich auf mit Essen. Ich möchte ihn trotzdem auf dieser Position einsetzen. So, dann sehen wir in der nächsten Folge voraussichtlich, wie wir denn gegen Rot-Weiß Essen spielen. Erstmal Freitagsspiel.
Ja, würde ich ja gern machen, aber wir haben kein Geld. Würzburg gewinnt 5-1. Interessant. Ja, damit Meppen ganz unten mit dabei, zusammen mit dem BRK. Oh Gott, die haben 0 zu 5 verloren, oder was? Was haben die gespielt? 0 gegen Bayern 2, okay. Vor Bayern 2 muss man anscheinend Angst haben. Ah ja. Ja. Leo trainiert gut, aber das bringt ihm nichts. Der ist der Ersatz-Ersatz-Torwart jetzt. Ja, tut mir leid, ne? Mir leid, Stirl. Wollte ich gar nicht behalten. Möchte Schlieffen loswerden, nicht verleihen. Aber gut, 90% des Gehalts übernehmen. Ja, das nehmen wir an. Und dann noch 300 Gebühr monatlich. Doch, doch. Doch, doch, das ist ein gutes Angebot. Dann würde ich jetzt mal behaupten, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Tschüss.